Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Channel. Mein Name ist Sven und heute, wie ihr schon schön seht, im Hintergrund mal Urlaub. Deswegen hat es auch eine ganze Weile gedauert, bis mal wieder das nächste Video von mir gekommen ist jetzt. Ich dachte jetzt aber auch im Urlaub können wir ja mal ein Video bringen. Mal keine Werkstatt, mal kein Auto im Hintergrund, einfach nur Natur. Dank Corona sind wir ja dieses Jahr in der Familie auch bloß mal auf den Campingplatz gefahren. Wir sind ja aber Dauercamper, von daher ist das für uns relativ einfach. Und ich dachte mir einfach, bringen wir trotzdem mal ein Video und würde sagen, wir sprechen heute einfach mal über Mercedes-Fahrzeuge, die so im Bereich bis 3000 Euro liegen, drunter liegen. Was kann man sich da kaufen? Dachte mir, gehen wir mal so ein bisschen in die 2000er Jahre rein. Staffeln das mal ein kleines bisschen auf ein Coupé-Modell mal, auf eine C-Klasse-Baureihe, auf eine E-Klasse-Baureihe und wir nehmen sogar mal ein S-Klasse-Modell mal mit rein, was auch schon oder schon eine ganze Weile, besser gesagt, in diesem Preissegment vorhanden ist. Einige Modelle steigen schon wieder im Preis, sollte man also jetzt zugreifen, wenn man da noch was sich anschaffen möchte. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Coupé, was ich hier vorbereitet habe, wo wir irgendwo um die 2.000 bis 3.000 Euro für vernünftige Modelle liegen. Und zwar ist es der CLK Baureihe 208, gebaut von 1997 bis 2003. Optisch natürlich als E-Klasse W210 erkennbar, hauptsächlich an der Front. Basierend ist das Fahrzeug aber nicht auf dem 210er, sondern überraschenderweise schon auf dem Mercedes W202, also die C-Klasse aus den Mitte 90 bis knapp 2000 gebauten Modell. Hier ist natürlich die Sache so, wir haben hier als Vorgänger einen Klassiker, das W124 Coupé. Dort sind die Preise natürlich schon jenseits von 5.000, 6.000 Euro für ordentliche Modelle. Muss man schon um die 8.000 bis 10.000 Euro rechnen. Da kommen wir definitiv nicht mehr mit diesem Preissegment hin. Der CLK ist aber dort auf jeden Fall noch vorhanden vom Preis her. Und den gibt es wirklich schon als ordentliches Modell für die 2.000 Euro. Die Schwachstellen teilt sich das Fahrzeug eigentlich genauso wie die ganzen anderen Modelle aus der Bauzeit. Rost. Rost ist ein ganz, ganz großes Thema bei dem Modell. Was natürlich auch an dem Fahrzeug nicht mehr so schön ist wie zum 124er, der ja noch als Basis die E-Klasse hatte, heißt auch, dass viele schöne Sachen fehlen. Wir haben keine Gurtbringer mehr, die hinteren Fenster gehen nicht mehr runter zu machen, die sind komplett fest, da kann man gar nichts mehr öffnen. Wir haben eine B-Säule jetzt wieder verbaut, das heißt keinen rahmenlosen Fenster. Und die Verarbeitung ist auch nicht mehr ganz so die schöne Verarbeitung wie beim 124er. Nichtsdestotrotz, für die Preisklasse, was wir hier an Coupé von Mercedes bekommen, haben wir eigentlich ein vernünftiges Fahrzeug, wenn man das ordentlich pflegt. Alle Motoren, angefangen vom M111 Motor, den Vierzylindern, 200er mit 136 PS bis hoch zum 230 Kompressor. Alle robust, hier und da mal ein paar Steuerkettenprobleme, wenn man die Kopfdichtung mal gemacht hat und dann das nicht wieder richtig eingestellt hat, können wir Probleme haben mit der Steuerkette. Ansonsten sind die Motoren wirklich sehr robust. Als Sechszylinder haben wir dann den M112 Motor und dann haben wir natürlich noch die Achtzylinder Motoren, den 430 und den CLK 55 AMG. Die Fahrzeuge liegen natürlich aber nicht in diesem Preissegment um die 3000 Euro. Die sind natürlich noch deutlich weiter oben. Sagen wir mal, dass ein ordentlicher 55 AMG CLK irgendwo um die 9.000 Euro liegt. Da haben wir dann aber auch schon viele Kilometer drauf. Was zu empfehlen ist beim CLK, sind wirklich die M111 Motoren und die M112 Motoren. Die liegen auch um die
2.000 Euro für ordentliche Modelle. Natürlich hier und da ein paar kleine Rostprobleme haben wir dort schon vorhanden. Aber ich denke mal, das ist keine große dramatische Sache. Losgehen tun die Fahrzeuge natürlich schon bei 500 Euro. Aber ich glaube, da brauchen wir nicht drüber weiter reden, dass das dann auch keinen Sinn macht. Als C-Klasse-Modell habe ich mir mal den W203 rausgesucht. Die haben wir ja jetzt auch schon mal in einigen Videos schon mal behandelt. Mein letztes Video zum Beispiel war dieser Scheunenfund mit den wenigen Kilometern, knapp über 50.000. Das Video verlinke ich euch natürlich auch gerne nochmal. Habe auch schon eine Kaufberatung gemacht zum 203, deswegen will ich da jetzt hier gar nicht großartig auf irgendwelche Sachen eingehen beim 203. Auch das Video könnt ihr bei mir anschauen. Ich verlinke es euch auch nochmal mit. Die Fahrzeuge sind natürlich jetzt ein bisschen breiter aufgestellt. Wir haben hier ein T-Modell, wir haben hier eine Limousine und wir haben auch so diese geschrumpfte Coupé-Variante, den CL. Preislich sind die Fahrzeuge, egal ob wir jetzt eine Limousine nehmen, ein T-Modell nehmen oder ein CL nehmen, alle gleich. Da gibt es keine großen Unterschiede jetzt von der Baureihe oder vom Baumuster her. Auch die Fahrzeuge liegen irgendwo bei ordentlichen Modellen ab 2.000 Euro. Kann man dort nicht viel verkehrt machen. Natürlich auch hier wieder Rostprobleme an den Fahrzeugen. Die einen haben mehr, die anderen haben weniger. Kurioserweise habe ich jetzt so bei mir festgestellt. Aber nichtsdestotrotz ist das Fahrzeug definitiv, wenn man einen günstigen Mercedes fahren möchte, am besten auch noch als T-Modell, wo der Kofferraum jetzt nicht so gigantisch ist. Aber es ist definitiv ein Fahrzeug, was man für einen schmalen Taler kaufen kann. Was dann auch die Motoren angeht, ist hier natürlich auch wieder bei der Limousine mehr so diese Benziner, die C180, C200 Modelle, Kompressor aufgeladen, dann auch später vorhandene. Beim T-Modell habe ich jetzt so, wie ich das jetzt mitbekommen habe, so den Überblick habe, ist das etwa die Waage Benziner, Dieselmotoren. Die Diesel sind natürlich ohne Probleme zu empfehlen. Ich meine, die sind in jedem Taxi auch drin gewesen, gerade die Vierzylinder-Diesel, C200 CDI, C220 CDI. Ich habe nochmal zu dem Benziner M271, was der Nachfolgermotor vom M111 ist, wie wir es auch im CLK haben. Da habe ich auch nochmal ein extra Video gemacht, was da so für Probleme sind, weil das ist so ein bisschen ein Problemfallmotor von Mercedes. Das verlinke ich euch auch nochmal, das könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Natürlich gibt es die Fahrzeuge auch schon für 300 Euro, es gibt sogar welche für 250 Euro, die fahrbereit sind. Vielleicht auch den einen oder anderen für 500, 600 Euro mit Rest-TÜV. Ich denke mal, das sind dann eher so Winterautos, wenn man jetzt irgendwie ein schönes Sommerauto hat und das im Winter jetzt nicht dem Salz aussetzen will und dem Regen und dem Schnee. Dann kann man so eine 203er Limousine auch als Winterauto mit Rest-TÜV für 500, 600 Euro erstehen. Mehr ist es dann aber auch, glaube ich, nicht wert. Als E-Klasse-Alternative hat man ja jetzt erst in den letzten Videos so ein bisschen mehr aufgegriffen. Finde ich auch das Feedback schön, was da gekommen ist, ist die Baureihe 210. Das Video verlinke ich euch auch nochmal, die Kaufberatung dazu. Hier haben wir natürlich genauso wieder Rostprobleme ohne Ende an den Fahrzeugen. Eigentlich so die bekannteste Baureihe mit Rostproblemen. Ansonsten technisch, verarbeitungsmäßig ist das schon ein wirklich schönes Auto. Kofferraum unendliche Weiten als T-Modell. Also wer viel Platz braucht und ein günstiges Fahrzeug sucht, ist beim 210er definitiv sehr gut aufgehoben. Hier sind wir natürlich preislich genauso auch, ich sag mal, wie eigentlich alle Autos, die ich jetzt hier in dem Video vorstelle, bei 2.500 Euro. Wenn man mal Glück hat, auch vielleicht für knapp unter 2.000 Euro für ein ordentliches, vernünftiges Modell, wo sich auch am Ende vielleicht noch der Rost in Grenzen hält. Ansonsten haben wir noch ein Fahrzeug, und zwar die S-Klasse, die auch für unter 3.000 Euro zu erstehen ist, und zwar, die meisten werden es, denke ich mal, schon wissen, der W220.
Die S-Klasse aus den 2000ern, gebaut von 99 bis 2005. Hab selber mal einen gehabt als 430. Hatte den erstanden damals für 2400 oder 2500 Euro mit 215.000, 216.000 Kilometern. TÜV war noch über ein Jahr drauf. Rost hielt sich beim Kauf noch in Grenzen, muss ich sagen. Hatte leider so dieses hellbeige Leder im Innenraum, war für mich als Werkstattmensch natürlich etwas ungeeignet. Der Rost ging dann aber relativ schnell im ersten Winter los. Türkanten, die Ecken, die Falze, dann am Kofferraum. Das wurde dann extrem schnell schlimmer, obwohl ich dort auch mal noch eine Vorsorge betrieben habe, noch mal ein bisschen Hohlraumversiegelung gemacht habe, alles. Aber der Rost saß schon so drin und kam dann halt den ersten Winter wirklich dort raus. Die Fahrzeuge sind wirklich auch ohne Probleme käuflich für, wie gesagt, um die 2.500, 3.000 Euro in einem vernünftigen, ordentlichen Zustand zu erwerben. Hier sollte man wirklich auch darauf achten, wir haben hier eine Ermatik an den Fahrzeugen vorn wie hinten. Wenn da was ist, wird es verdammt teuer. Also Fahrzeuge, die jetzt beim Händler stehen und dort schon komplett hinten in den Knien sind und die Räder komplett im Radkasten verschwunden sind, sollte man lieber die Hände davon lassen. Ich sag mal, so ein Fahrzeug, was jetzt ein bisschen älter ist, wo es dann gerade bei kälteren Temperaturen die Ermatik nach 4-5 Tagen Standzeit dann ein bisschen in die Knie geht. Das ist jetzt nicht weiter schlimm, das ist nicht weiter dramatisch. Verarbeitungsqualität im Innenraum ist bei dem Modell meiner Meinung nach jetzt nicht so schön. Also da haben wir irgendwo so diesen W203 Charakter im Innenraum, finde ich jetzt jedenfalls persönlich. Und muss ganz ehrlich sagen, sehr viel Plastik, Hartplastik, was einer S-Klasse jetzt nicht würdig ist. Also ich bin der Meinung, dass diese S-Klasse jetzt nicht so unbedingt diese Qualität verkörpert hat, die sich normalerweise für eine Mercedes S-Klasse gehört. Da sind wir dann beim Nachfolger schon wieder bei einer ganz anderen Verarbeitungsqualität. Ich versuche noch mal 1-2 Videos jetzt hier aus dem Urlaub zu machen, wenn ihr möchtet. Ich habe auch noch eine kleine Idee gehabt und würde gerne mal von euch wissen, was ihr davon haltet. Und zwar Leute, die so jetzt bei mir in der Umgebung Sachsen, Brandenburg, Thüringen wohnen, leben und meinen Kanal abonniert haben und daran Spaß haben, würde ich mal so eine Staffel anfangen, mal eure Fahrzeuge vorzustellen. Also wer Lust hat, mal sein Fahrzeug über meinen Kanal bei YouTube vorzustellen, der kann mir gerne in die Kommentare schreiben, mir über Facebook eine Info zukommen lassen. Wenn da jetzt das Interesse so da ist, dass ich der Meinung bin, das lohnt sich, würde ich sehr gerne das mal mit aufgreifen. Das heißt, ich würde zu euch kommen oder wenn es in der Nähe liegt und ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne mal bei mir vorbeikommen in der Werkstatt und dann stellen wir einfach mal eure Fahrzeuge auf YouTube vor. Ansonsten wünsche ich euch, wer jetzt selber noch im Urlaub ist, eine schöne Urlaubszeit und dann sehen wir uns definitiv beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.